Herzlich willkommen zu meinem kleinen Ankündigungsvideo. Ja, wie ihr wohl der Überschrift und dem Videobild hier entnehmen könnt, geht es um meinen regulären Stream, der auf Twitch gehostet wird. Und zwar werde ich jetzt regelmäßig am Donnerstagabend, so etwa ab 20 Uhr, vielleicht mal ein bisschen früher, vielleicht mal ein bisschen später, mit euch zusammen spielen. Ja, genau, das macht man ja auf Twitch. Wir spielen zusammen. Manchmal vielleicht ein Singleplayer-Modus, in dem ich mich freuen würde, wenn ihr mir so ein bisschen Anweisung geben würdet, was ich so machen soll über den Chat. Hat letztes Mal schon relativ gut mit Rissetier Item Shops Tale funktioniert. Aber besonders möchte ich natürlich mit euch zusammen spielen. Und das, sprich Multiplayer-Titel. Ja, deshalb werde ich auch regelmäßig bekannt geben, welche Spiele ich im Vorfeld spielen werde. Und zwar werde ich das über Twitter machen, über Facebook und ganz wichtig über meinen Upload-Plan-Videos. Da wird es dann immer donnerstags einen kleinen Punkt geben mit Livestream und im Video werde ich dann sagen, welches Spiel ich spielen werde. Natürlich meistens immer oder fast immer ohne Gewehr, weil es kann natürlich sein, dass mal bei Livestreams das Internet nicht funktioniert oder irgendwas anderes nicht funktioniert. Da stecke ich nicht drin, kann immer mal sein, dass da irgendwas ausfällt, aber sonst sollte eigentlich... Wenn es geht, werde ich es machen. So, für diese Woche habe ich es noch nicht geschafft, in meinem Upload-Plan das Livestreaming reinzunehmen. Deshalb kündige ich jetzt an, ich möchte mit euch an diesem Donnerstag Diablo 3 spielen. Und zwar die Reapers of Soul Add-on. Und zwar da drin den Hardcore-Modus. Gedacht ist, dass ich immer einen Charakter von Level 1 anfange und... Wenn ihr dabei seid, natürlich mit euch zusammenspielen werde, bis ich meinen Charakter töte, aus Versehen. Und weil es ja ein Hardcore-Charakter ist, endgültig töte. Und dann würde ich einfach den nächsten Charakter machen. Ich spiele da immer so abends 1, 2, 3 Stündchen, je nachdem, wie viel Lust wir haben. Und ja, das ist auf alle Fälle der Plan für diese Woche. Nächste Woche werde ich schon von meinen Upload-Plänen regelmäßig am Donnerstag zu streamen abweichen, weil bei uns ist am Donnerstag Feiertag. Und deshalb habe ich mir gedacht, also zumindest in Baden-Württemberg, ich weiß nicht, wie es in anderen Bundesländern ist, aber deshalb habe ich mir gedacht, ist doch schön, wenn wir am Mittwoch schon miteinander spielen, dann kann ich nämlich ein bisschen länger mit euch spielen, ein bisschen intensiver und ausschlafen am nächsten Morgen, was auch ganz wichtig ist. Und was werde ich da mit euch spielen? Nichts weniger als Mario Kart 8 und wir werden dann versuchen, miteinander zu spielen und so weiter. Und darauf freue ich mich auf alle Fälle schon. Und ja, jeder, der es leider nicht schafft, live am Donnerstag bzw. an diesem Mittwoch dabei zu sein, keine Sorge, ihr könnt euch die Videos nachträglich natürlich auf Twitch angucken. Oder ihr wartet noch ein paar Tage, dann wird es im passenden 15 Minuten Häppchen schön auf YouTube veröffentlicht. Wahrscheinlich so ein, zwei Tage später, am Wochenende, wo eh nicht so viel Content von mir kommt. So. Das war's und ich hoffe, ihr seid dabei. Ach ja, noch was. Ich habe ja gesagt, ihr könnt euch über Twitter und so weiter benachrichtigen lassen. Aber das Beste wäre natürlich, ihr abonniert gleich die Seite, weil dann kriegt ihr auch eine E-Mail, wenn ich live gehe und ihr seid sofort dabei. Außerdem ist das eh das Komfortabelste. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Ihr zeigt mir ein bisschen, dass es euch interessieren würde. Und der Link zur Seite findet ihr unten in der Beschreibung. So. Das war's aber endgültig. Ich freue mich darauf, wenn ihr dabei seid. Ciao!